Herzlich willkommen zu unserer zweiten Veranstaltung mit dem Thema Einführung in die Archäologie. Wir betrachten heute gemeinsam, was Archäologie ist, womit Archäologen arbeiten und wie sich die Archäologie im Laufe der Zeit entwickelte. Beginnen wollen wir mit, was ist Archäologie? Es handelt sich hierbei um eine interdisziplinär ausgerichtete Altertumswissenschaft. Das bedeutet, sie funktioniert nur unter Einbeziehung diverser anderer Wissenschaften, wie wir gleich noch erleben werden. Archäologen erforschen die Lebensumstände, Gesellschaftsstrukturen und Vorstellungswelten der Menschen vergangener Zeiten. Heute leben wir in einem Informationszeitalter. Interessieren wir uns für irgendetwas oder möchten wir über das aktuelle Weltgeschehen auf dem Laufenden bleiben, so müssen wir nur ins Internet sehen, den Fernseher anschalten, Bücher lesen, Zeitungen und Radio hören. Doch wie erfahren wir etwas über Menschen, die vor Hunderten oder gar Tausenden von Jahren gelebt haben? Dazu ist es, wie gesagt, wichtig, dass die Archäologen über ihren Tellerrand hinausblicken.